Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute Dienstag, den 9. April. Es ist 16.45 Uhr. In diesem Clip hier geht es um den Stanpour 500. Der hat also schon angefangen, der ist voll im Handeln. Ist jetzt 3 Wochen her, seitdem ich den besprochen habe. Deswegen ist der auch mal wieder dran. Jetzt morgen und den Tag danach mache ich wahrscheinlich noch Nasdaq und Dow Jones. Das heißt, ich mache so eine Art amerikanische Woche. Okay, Stanpour 500. Vor 3 Wochen hatte ich hier den letzten Film gemacht, bei dieser Kerze hier. War eigentlich die Idee, dass wir hier so eine Art Top-Bildung machen, irgendwo da. Und zwar um den Bereich 2865. Das ist jetzt da, wo die 10-Tage-Linie liegt. Wir sind also ein bisschen drüber gegangen, aber auch hier danach gab es eigentlich nur noch das All-Time-High hier bei 2923 als Widerstand. Ja, der traut sich noch nicht ganz. Das ist, finde ich, sehr, sehr langsam, die Bewegung. Ich mache mal den Chart ein bisschen größer, als Sie sehen, dass wir diesen Punkt schon hatten im Januar letzten Jahres. Da waren wir dran, sogar ein kleines bisschen tiefer. Der macht es einem nicht leicht, der Freund hier, weil das ist teilweise recht widersprüchlich. Zum einen sind die Bänder noch völlig in Ordnung. Gleitende Durchschnitte als Trendfolge, völlig in Ordnung. Der Abstand zur 200-Tage-Linie, auch kann man nichts zu sagen. Lediglich das MACD gibt ein wenig nach über die Histogramme. Die Stochastik gilt als hoch und man denkt immer, oh, der ist jetzt bei 94, jetzt dreht er. Ja, ich warte halt, bis wir da unter der 80 sind. Da gibt es Anfang Mai, mache ich mit der Börse Frankfurt dann nochmal so ein kostenfreies Webinar. Da geht es nur um die Stochastik, 10 Minuten, Viertelstunde. Und danach gibt es dann wieder das, was ihr so gern hören wollt, dieses Wunschkonzert. Das sage ich euch aber dann noch, hat ja noch ein bisschen Zeit. Also im Moment, rein vom Chart her, ist das eine Kann-sein-muss-nicht-Situation. Bei mir würde es negativ werden, hier knapp unter der 2800 mit Schlusskurs. Also darf hier jederzeit wieder drauffallen, dann ist nach wie vor alles in Ordnung. Ab hier würde es ein bisschen negativer werden, das ist die 2785. Der nächste Punkt, jetzt mache ich euch mal das Fadenkreuz rein, der auf jeden Fall wichtiger ist auf längere Sicht, ist dieser hier. Da sind wir, das war am 8.3. und da war das Tief war bei 2722. Wenn der unterboten wird, dann wäre es eine deutlichere Geschichte. Ich zeige euch mal die Woche. Die sieht nämlich auch ähnlich aus. Das ist jetzt die Woche hier. Fulminante Rallye, ja, genau auf die 200-Wochen-Linie seinerzeit im Dezember. Auch hier wird jetzt das MACD über die Woche schon ein bisschen weicher. Die Stochastik jetzt auf ähnlichem Niveau, wöchentlich wie täglich, aber auch hier hoch, ja, überkauft, ja, aber kein Verkaufssignal. Also ich erkenne das als solches nicht an. Immer wieder das Spiel mit der 2900. Hier sind die Bänder wesentlich breiter. Und das kommt halt daher, weil eine Kerze eine Woche ist. Ja? Also das hier wäre für mich eng. Da muss ich einfach ausgehen, dass die Bänder eher mal zusammengehen. Und von der Wochensicht her würde ich eine Seitwärtsbewegung präferieren. Dass das hier mal ein bisschen enger wird. Das ist einfach zu weit. Echte Verkaufssignale habe ich wirklich noch nicht. Das, worauf ich als allererstes im Moment achte, ist das MACD. Bringt's noch nicht. Ich gucke mal mit euch Scheine. Da habe ich einen gefunden, den finde ich ganz interessant. Der für den Fall, dass wir hier oben drüber rausgehen, die 2900 rausnehmen. Und dieses High hier ist ja die 2923. Für diesen Fall kann man 2 Varianten nehmen. Die aggressive ist, dass man hier einen K.O.-Schein mit der Basis von unter 2785 sucht. So eine 2770er. Den möchte ich aber hier an dieser Stelle noch nicht nennen. Ich nenne mal die konservative Variante und die liegt hier unter der 2722. Und das wäre sowas hier. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Basis 2696. Das Ding hat immer noch einen Hebel von 15, das ist also keine kleine Option. Für den Hintergrund halte ich das für vertretbar. Und das hat eine Kennnummer von der GA2CPS. GA2CPS. Und jetzt schauen wir mal nach dem Put. Der Put muss meines Erachtens nach höher liegen als das letzte All-Time-High. Aber nicht nur 10, 15, 20 Punkte, sondern schon so Richtung 50 Punkte. Und da habe ich mich für diesen hier entschieden. Das ist eine Basis 2977. Das hat einen 30er-Hebel. Ja, da sind wir also ganz grob hier
Und auch von Goldman, auch Open End. Und ja, die kennt man die, und zwar die GD7S4Y. GD7S4Y. Ich glaube halt, wenn er diese 2.922 mal rausnimmt, dann hört er halt nicht mit 10, 15 Punkten auf, dann macht er wahrscheinlich mal 30 Punkte. Das ist für den Fall, dass wir dieses High hier nicht anbeißen oder gar überbieten oder sogar diese 2.785 unterbieten. Dann wäre das der Schein, der Put meiner Wahl. Es ist nicht ganz klar, was der Freund hier momentan will. Muss ich ehrlich sagen. Da halte ich mich also tendenziell auch lieber zurück. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.